Moin, heute haben wir das Thema Erste Hilfe und unsere Gerätschaften, die wir bei uns in der Feuerwehr haben. Das orangene Brett, was eben gerade rausgeholt wurde, ist das sogenannte Spineboard. Dieses hilft Personen aus Höhen, Tiefen, aus Fahrzeugen, aus dem Gewässer oder alles, was man sich fast so vorstellen kann, runterzuheben, runterzutragen. Hierfür braucht man sehr viel Manpower, muss darin geübt sein, wie dieses Gerät, dieses Spineboard zu handhaben ist. Für das Spineboard benötigt man eine sogenannte Spinne, um den Patienten zu fixieren. Und diese gelben Blöcke da, die sogenannten Adblocks. Um euch den Umgang mit dem Spineboard ein bisschen zu zeigen, haben wir Jasper als Patienten auserkoren, ihm ein Stiffneck, eine sogenannte Halskrause umgelegt und werden ihn jetzt mit der Spinne, die eben erwähnt wurde, fixieren. Hier rein und machen das einmal locker fest. Halten dann immer die Füße an. Locker. Ach, nicht damit drehen. Die hängen an die Seite. Genau. Hier oben. Ja. Ja. So. Jetzt fangen wir an, hier anzuziehen. Einmal einatmen und festziehen jetzt oben den Rücken und ziehen. Jetzt ziehen wir langsam runter. Okay. Warte. Ja. Warte. So, nun haben wir Jasper auf dem Spineboard fixiert und können ihn überall hintragen, wie wir wollen. Wir können ihn hochheben, wir können ihn über Kopf drehen. Alles, was man sich jetzt so mit ihm vorstellen kann. Dann haben wir noch unser Tragetuch. Hiermit können wir Patienten ganz normal tragen. Hier ist nichts stabilisiert, das ist wie eine ganz normale Decke. Wichtig ist bei diesem Tragetuch, dass der Kopf eben hier oben bei Ultramedic, Hashtag Werbung, und die Füße hier in diese Tasche kommen. Um so ein Tragetuch
nutzen zu können, braucht man auch ordentlich Manpower. Mit 2 Mann ist dieses fast nicht zu schaffen. Nun sehen wir Jasper wieder als Patient, wie er auf dem Tragetuch liegt. Wichtig ist, was ich eben gerade gesagt habe, wir haben die Füße jetzt in diese Tasche reingepackt, so kann der Jasper auch nicht nach unten rutschen, sollten wir ihn eine Treppe runtertragen. Hier haben wir jetzt unseren Notfallrucksack, hier am Beispiel des Rucksackes, der auf dem Boot verlastet ist. Hier sind viele Sachen drin zur Wiederbelebung oder zum Versorgen einer kleinen Wunde, einer Schnittverletzung oder einen Ratscher. Wir haben dort auch in der Feuerwehr viele Kameraden, die medizinisch ausgebildet sind, sei es als Krankenpfleger, Intensivpfleger, Altenpflegerin oder auch Rettungssanitäter. Fangen wir hier oben an. Alles hier ist in so kleinen Taschen verpackt. Hier haben wir Kälte-Support-Kompressen drin. Diese werden durch einen einfachen Schlag mittendrin aktiviert und kühlen den Arm oder das Bein. Wichtig dabei ist, dass wir dazu ein Verbandstuch benutzen. Denn wenn man zu lange auf eine bestimmte Stelle kühlt, kann Gefrierbrand entstehen. In dieser Tasche haben wir Beatmungsmasken und Güdeltuben. Dazu passend haben wir hier einen Beatmungsbeutel. Diese Sachen nutzt man, um einen Patienten oder einen Verletzten, der nicht vernünftig atmet, zu beatmen. In dieser Tasche haben wir Larynx-Tuben, die für Patienten genutzt werden, die keine Atmung und keinen Puls mehr haben, sprich bei einer Reanimation. Dazu haben wir passend eine Dockerspritze. Wichtig ist, dass diese Gerätschaft, dieses medizinische Produkt nur geübtes und geschultes Personal benutzt. Dann haben wir hier einen Stiffneck, so wie er schon bei Jasper angelegt wurde auf dem Spineboard. Natürlich kann es auch mal sein, dass Patienten erbrechen, wenn sie auf dem Spineboard liegen oder bei einer Reanimation. Dann haben wir hier eine kleine manuelle Absaugpumpe und können Sekret oder Erbrochenes aus dem Rachenraum absaugen. Passend dazu haben wir hier auch noch andere Absaugkatheter. Sollte man sich mal einen Arm gebrochen haben, haben wir hier passend dafür sogenannte Sam-Splints. Die werden einfach an den Arm, ans Handgelenk oder an den Fuß angeformt und werden dort mit einer ganz normalen Mullbinde fixiert. Hier haben wir unser handelsübliches Verbandsmaterial, das jeder auch bei der Jugend- oder Kinderfeuerwehr kennenlernt, in seiner Ausbildung mit ganz normalen Verbandpäckchen, Mullbinden, Pflastern, Kompressen, Verbandstüchern und alles, was sonst noch in einem Verbandskasten ist. Passend dazu natürlich haben wir auch eine Verbandschere. Hiermit kann man notfalls auch Kleidung aufschneiden oder eben Verbände kürzen. Ja, das war heute das Thema Erste Hilfe.